Also ich schätze einfach am DBVC immer diese Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird, dieses offene, kollegiale und dann auch direkte Ansprechen, das Unkonventionelle und trotzdem ein hohes Maß an Professionalität und Vielfältigkeit. Das Sommercamp dient ja auch dazu, dass man einfach ganz verschiedene Typen und Perspektiven auf diesen Container, wie der Uwe Böning immer gesagt hat, Coaching kennenlernt und auch sieht, dass der DBVC ein Forum ist, in dem einfach ganz verschiedene Sichtweisen, Mentalitäten zusammenkommen. Das heißt, das Spannende hier ist, dass die Referenten ja ein Stückchen weit ihre Werkzeuge, die sie so einsetzen, die ihre Erfahrungen teilen. Und gleichzeitig geht dann sozusagen bei mir und auch bei den anderen Teilnehmern Reflexionen an über eigenes Vorgehen. Und das finde ich sehr, sehr gewinnbringend. Ja, schöne Mischung aus unterschiedlichen Perspektiven zu Coaching. Eine sehr schöne, runde Sache. Horst Krämer in seiner unvergleichbaren Art und auch dieses, ja, dass alle einfach mitmachen, aber auch diese Art, wie er einlädt zu Aktionen zum Beispiel, dann vielleicht hat ja jemand Lust und wuff, stehen alle auf. Schön. Neben der Person qualifizieren. Und ich bin, je älter ich werde, desto skeptischer, wie groß die Chance ist, über Personenqualifikation off the job jemanden so weiterzuentwickeln, dass er Systemqualifizierung on the job machen könnte. Das Sommercamp ist ja sowas wie Werkstatt, ausprobieren, sich zeigen, an teilnehmen an den Erfolgen oder Erfahrungen von Kollegen und Kolleginnen. Und das ist genau das, was ich jetzt selber quasi gemacht habe. Also ich bin ein bisschen in Schwitzen gekommen, weil ich was ausprobiert habe. Und so stelle ich mir eigentlich ein Camp vor, dass wir von praktischen Erfahrungen lernen können. Ich fände es paradox, wenn wir sagen, wir arbeiten in einem lernenden Feld, entweder in der lernenden Organisation oder im lernenden Coaching. Wenn wir das hier nicht könnten in der Veranstaltung, wäre es für mich paradox und wird was nicht stimmen. Also das Sommercamp für mich ist Offenheit, Austausch und auch viel Spaß. Was anders ist, ist, dass natürlich das Dialogforum stärker workshop-orientiert ist. Hier ist es im Vortragsstil, aber das Schöne ist, dass es nicht wie in einer Universität ein Frontalvortrag ist, sondern eher eine Interaktion, also eine große Supervisionsgruppe, beziehungsweise man kann Fragen stellen und vom Experten beantwortet bekommen. Also es ist durchaus ein absolut wunderbarer Austausch. Also ich würde die Kollegen, die nach mir kommen, vielleicht im nächsten Jahr, ermuntern, also uns Publikum mehr noch praktisch mit einzubinden. Eine wunderbar freundliche, offene Atmosphäre, ganz schnelle Vernetzung und persönlicher Austausch, fachlicher Austausch, extrem viel Kompetenz aus den unterschiedlichsten Bereichen, also Vielfalt pur.